Wenn wir mit unserem Leben nicht zufrieden sind, versuchen wir oft alles drastisch zu verändern. Wir wollen alle möglichen Gewohnheiten etablieren, unsere Ernährung umstellen und überfordern uns damit total, sodass wir am Ende in unsere alten Muster zurückfallen. Es sind aber tatsächlich die kleinen Dinge, die wir ändern sollten, damit wir ein glückliches und erfolgreiches Leben leben können. Und in diesem Video stelle ich dir neun dieser kleinen Wege vor. Viel Spaß! Falls du mich und meinen Kanal schon ein bisschen länger kennst, dann weißt du, dass ich regelmäßig Time-Tracking mache. Und wie es der Name schon sagt, heißt es einfach, deine Zeit zu tracken und einfach jede Aktion und jeden Schritt in deinem Leben aufzunehmen und zu analysieren, was du so machst, wie lange du dafür brauchst und ob du etwas besser machen kannst. In meinem Leben läuft die ganze Zeit ein Timer, der trackt, was ich gerade mache, und am Ende des Monats werte ich das Ganze aus und gucke, wie viele Stunden ich für welche Aktivität, für welche Kategorie in meinem Leben verwendet habe und kann dann gucken, wo ich meine Zeit besser investieren kann, was ich besser planen kann oder welche Aufgabe ich vielleicht gar nicht mehr machen muss in meinem Leben, weil die irgendwie irrelevant sind. Und das hilft mir einfach sehr, mein Leben besser, effektiver, effizienter und schöner zu gestalten, da ich wirklich immer Blick habe, was ich eigentlich in meinem Leben so mache. Auf meinem Kanal habe ich schon öfter über gute Gewohnheiten geredet und über Gewohnheiten, die dich in deinem Leben weiterbringen werden, die dich zu einem gesunden, Gewohnheiten, die dich zu einem gesunden, schönen, glücklichen Menschen machen. Aber ich weiß, dass Gewohnheiten einzuhalten ziemlich schwer sind. Ich meine, es ist einfach zu sagen, ich mache jeden Tag eine Stunde Sport. Es ist einfach zu sagen, ich lese jeden Tag 20 Seiten. Und es ist auch einfach zu sagen, ich lerne jeden Tag für 3 Stunden oder so. Aber das Ganze einzuhalten ist ziemlich schwer. Und da kommen die Routinen ins Spiel. Routine bedeutet einfach, dass du Gewohnheiten aneinander reißt. Beispielsweise bei einer Morgenroutine stehst du auf, machst dich fertig, frühstückst was, liest vielleicht was, meditierst was. Und das ist eine richtige Routine, eine Aneinanderreihung von Gewohnheiten. Und das ist wirklich keine Frage mehr, ob du das machst, da es für dich normal ist. Du hast diese Routine, die du jeden Morgen machst. Das ist wirklich keine Frage mehr. Du machst es einfach aus Gewohnheit. Eine gute Abendroutine hilft dir, gut zu schlafen. Und gut zu schlafen hilft dir, einen guten Start in den Tag zu haben, und ein guter Start in den Tag hilft dir, einen guten Tag zu haben. Und falls du dich fragst, wie du gute Routinen designen kannst, kannst du sehr gerne mal in die Infobox gucken, denn ich habe dazu auch schon einige Videos gemacht, die ich dir unten sehr gerne verlinke. Was mir auch sehr geholfen hat, ist drittens, regelmäßig Leuten auf Social Media zu entfolgen. Ich glaube, wir kennen alle so ein bisschen diesen Spruch von wegen Social Media macht uns unglücklich, wir vergleichen uns immer mit Leuten, wir sehen, was andere für ein tolles Leben haben, und irgendwie dachte ich immer so, ja, ich lasse mich davon nicht beeinflussen, aber irgendwie doch. Ich glaube, wir alle lassen uns davon wirklich beeinflussen. Und ich weiß, dass ich ein tolles Leben habe, dass ich tolle Dinge mache und dass ich ein guter Mensch bin, aber manchmal hinterfrage ich sowas auch, wenn ich sehe, dass Leute irgendwie so ein perfektes Leben haben. Und es macht mich auch oft sehr traurig und deswegen entfolge ich dann sofort diesen Leuten irgendwie, da ich diese Negativität in meinem Leben gar nicht haben möchte. Und was ergibt es für einen Sinn, Leuten zu folgen, die mich schlecht fühlen lassen? Und deswegen entfolge ich auch regelmäßig Leuten und gehe immer mal durch diese Liste von Leuten, denen ich folge, und drücke mal auf Entfolgen. Oder wenn ich irgendwas in einer Story sehe, was ich nicht so cool finde oder was mich runterzieht, dann entfolge ich der Person auch direkt. Weil ich wirklich Leute in meinem Leben haben möchte, die mich irgendwie weiterbringen, die mich motivieren, inspirieren, die nett sind und die ich gerne in meinem Leben habe. Es ergibt sonst einfach keinen Sinn, negative Leute in seinem Leben zu haben, die dich nicht weiterbringen und nicht gut zu dir sind in irgendeiner Art und Weise. Ja. Passend dazu ist Schritt Nummer 4, dankbarer werden. Ich habe in meiner Insta-Story öfter mal am Abend diesen Fragensticker drin mit der Aufschrift, was heute gut war oder wofür ich heute dankbar bin, und fordere euch dann immer auf, Sachen reinzuschreiben, die für euch gut waren an dem Tag oder für die ihr heute dankbar seid. Und ich persönlich mache das auch öfter mal am Morgen oder auch am Abend, einfach Dinge aufzuschreiben, für die ich dankbar bin. Vor allem vor dem Schlafen denke ich mir gerne so ein paar Sachen aus, für die ich dankbar bin. Und ich glaube, so in dem Moment fällt es einem gar nicht auf, aber auf eine längere Zeit wird man wirklich dankbarer generell im Leben. Also wenn du so ein bisschen dieses Mindset hast, von wegen, ich bin dankbar für das, was ich habe, dann wird sich das auch in deinem Leben widerspiegeln. Und du wirst innerhalb deines Tages mehr an Dinge denken, die du dankbar bist, und mehr Dinge wahrnehmen und mehr schätzen. Übrigens, falls dir das Video bis hierhin schon mal gefällt, kannst du sehr gerne meinen Kanal abonnieren. Denn auf meinem Kanal habe ich noch viel mehr Videos zu diesem Thema Gewohnheiten, ein schöneres Leben, Produktivität, Organisation und so weiter. Also vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls dir das Video hier gefällt, um noch mehr von diesem Content zu sehen. Ich glaube, den 5. Punkt mache ich selbst viel zu selten. Und zwar ist das, sich neue Playlists auf seiner Musik-App zu erstellen. Ich merke total, dass mich Musik super doll beeinflusst. Und wenn ich gute Musik höre, dann bin ich fröhlich. Wenn ich traurige Musik höre, bin ich automatisch in so einer melancholischer Stimmung. Melancholischer.
in einer traurigeren Stimmung. Und ich erstelle mir öfter gerne mal eine gute Laune-Playlist und update die auch immer so ein bisschen, damit ich neue Songs drin habe. Und ich glaube einfach, dass uns Musik total beeinflusst. Und wenn du vielleicht eine gute Laune haben möchtest, hilft es, glaube ich, auf jeden Fall schon mal, gute Musik zu hören. Also nicht gute Musik, aber gute Laune-Musik zu hören. Gute Musik auch, aber ja. You know. Der sechste Punkt ist ein Thema, das ich von meinem Kanal ziemlich oft anspreche, und zwar ist das Ausmisten und Aufräumen. Ich habe Anfang des Jahres angefangen, mein ganzes Zimmer auszumisten, denn wie ihr vielleicht wisst, beschäftige ich mich seit Anfang des Jahres mit dem Thema Minimalismus und habe deswegen wirklich meinen ganzen Besitz hinterfragt, viel rausgeschmissen, viel verschenkt, viel verkauft, und ich habe immer noch einige Sachen, auf jeden Fall, aber dieses regelmäßige Aufräumen und Aufmisten, was ich momentan mache, hilft mir einfach so sehr, mehr Klarheit und Ordnung in meinem ganzen Leben zu haben. Das war ein langer Satz. Außerdem räume ich auch jeden Morgen und jeden Abend für ein paar Minuten auf. Und daraus resultiert einfach, dass mein Zimmer nie wirklich so total unaufgeräumt ist, da ich halt, wie gesagt, jeden Morgen hier abends so ein bisschen mache und nie diesen großen Haufen an Arbeit vor mir habe. Und wenn mein Zimmer irgendwie mal unordentlich ist, dann fühle ich mich irgendwie nicht gut und kann dann auch nicht so wirklich produktiv sein oder nicht wirklich arbeiten oder... Ich fühle mich einfach nicht gut, wenn mein Zimmer nicht gut ist. Und ich persönlich glaube auch, dass irgendwie unser Zimmer, unser Arbeitsfeld, unsere Umgebung unseren Kopf so ein bisschen widerspiegelt. Und wie gesagt, wenn mein Zimmer unordentlich ist, dann ist es mein Kopf irgendwie auch. Und deswegen ist persönlich für mich zumindest Aufräumen und regelmäßiges Ausmisten ziemlich wichtig. Und ich würde euch das gerne ans Herz legen und mitgeben aus diesem Video. Ich glaube, den siebten Punkt können wir alle gebrauchen. Und zwar ist es mal ab und zu so Social Media Detox zu machen. Ich meine damit gar nicht, dass du dein Handy für eine Woche wegschließen musst, aber einfach mal in deinem Alltag für ein paar Minuten oder, okay, Minuten, wow, Stunden wegzulegen, kann dir schon sehr helfen, ein bisschen achtsamer zu werden mit deinem ganzen Social Media Konsum. Ich persönlich finde es ziemlich wichtig, Zeit mit mir selbst zu verbringen, meinen Gedanken zu verbringen. Und ich habe mal ein ganz krasses Experiment gemacht und ich habe mal für 24 Stunden gar nichts gemacht. Ich hatte es auch gefühlt, findest du in der Infobox, und ich hatte da kein Handy, kein Essen, kein gar nichts und einfach einen Tag lang nichts gemacht, um Zeit mit mir selbst zu verbringen und meinen Kopf, mein Gehirn zu resetten, und es war eine krasse Erfahrung. Aber das müsst ihr gar nicht machen. Ich meine einfach nur, dass ihr vielleicht mal das Handy weglegen könnt für ein paar Stunden, wie gesagt, und einfach mal ein bisschen Zeit ohne Social Media, ohne Internet und ohne Handy zu verbringen. Ja, Achtsamkeit. Also ich merke schon, ich rede irgendwie richtig viel über Social Media und über Aufräumen. Und der achte Punkt, warum sage ich neun? Der achte Punkt hat auch was damit zu tun. Beim achten Punkt geht es darum, regelmäßig deine Fotos zu löschen. Ich gehe sehr, sehr gerne in meine Fotogalerie auf meinem Handy, da ich ein sehr nostalgischer Mensch bin, mir gerne Fotos angucke, mir gerne Videos angucke und auch so in der Vergangenheit so ein bisschen rumstöbere. Und ich finde es nervig, wenn da irgendwelche Sachen sind, die ich einfach nicht mehr sehen möchte und die einfach keinen Wert haben und irgendwelche komischen Screenshots sind von irgendwelchen Sachen, die ich nicht brauche und ich einfach so eine Unordnung drin habe. Also ich glaube, ihr merkt schon, ich muss sehr strukturiert sein und sehr ordentlich sein irgendwie. Ich habe auch, glaube ich, so ein bisschen so einen kleinen Zwang. Wenn ich mich selbst hier sprechen höre, denke ich, ich habe so einen kleinen Zwang. Aber egal. Nicht der schlechteste Zwang, den man haben kann. Naja, auf jeden Fall misste ich sehr gerne mal öfter meine Galerie aus. Ich mache das eigentlich jede Woche, also jeden Sonntag gehe ich mal durch meine ganzen Fotos durch, die ich die Woche über aufgenommen habe, und lösche dann sehr gerne mal einfach alles, was ich nicht mehr brauche und ja, was ich nicht mehr sehen möchte. Jetzt sind wir auch schon bei Punkt Nummer 9. Und Punkt Nummer 9 ist, nur Wasser zu trinken. Ich weiß nicht, ob das vielleicht so ein gutes Ziel ist für euch, falls ihr eine Person seid, die sehr, sehr viel andere Dinge trinkt. Und ich weiß auch gar nicht, ob das für euch ein großer Schritt ist, wenn ihr sehr gerne Säfte und Softdrinks und sowas trinkt. Denn ich bin ein Mensch, ich trinke, seit ich denken kann, nur Wasser. Klar, ich habe schon mal in meinem Leben auch andere Sachen getrunken, aber so hauptsächlich trinke ich eigentlich nur Wasser. Ich wurde auch schon oft angesprochen, warum meine Haut denn immer so gut ist, und ich habe da, glaube ich, so ein paar Faktoren in meinem Leben, die dazu beitragen. Beispielsweise esse ich halt vegan, ich schminke mich fast gar nicht, ich nehme auch die Pille. Aber ich glaube, es liegt auch daran, dass ich nur Wasser trinke. Und Wasser ist gesund. Wasser ist gesund. Deswegen ist mein letzter Tipp auf jeden Fall, mehr Wasser zu trinken. Ich sage euch gar nicht, trinkt nur Wasser, aber trinkt auf jeden Fall mehr Wasser. Also nicht mehr Wasser, sondern mehr Wasser. Ich verlinke dir jetzt hier noch zwei andere Videos, die dich vielleicht interessieren könnten. Abonniere doch sehr gerne meinen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und ich hoffe, dass wir uns sehr bald mal hier wiedersehen. Habt noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis sehr bald mal. Tschüss, danke fürs Zusehen.